Da ist der Record-Button gedrückt und wir sind schon dabei. Ich habe mit dabei wen? Lichtle, hallo. Ja, genau, da ist er. So, mit seinem fetten, geilen Mikrofon, das sieht richtig cool aus. Oh ja, immer so vor der Kamera. Ja, genau. Nee, hört sich aber auch echt richtig gut an. So, achso, nee, ich bin, hier, Würfel. Ich mach mal wieder alle anderen raus. Ich nehme einen rein. Wir haben eine 1, also ich darf nur einmal skippen. Okay. Krass. Und dann haben wir eine 3. Ich muss 3 Sterne machen. Ach, also das Schlimmste Kacke. Überhaupt. Jetzt Ach, die Frage, du die Frage wie sieht's aus mit der Bestrafung? Ja, also ich habe mir überlegt, du nimmst einfach die Truppe, die bei dir am meisten kostet. Das heißt, das ist wahrscheinlich der Golem. Ja. Und bildest den aus und setzt ihn richtig unnötig im ersten Kobold-Level. Okay. Oh, krass. Wie viel davon? Ja, bis der Lager voll ist. Oh, bist du... Oh, Alter. Ey, Kumpel. Oh, schönes Ding, Alter. Schönes Ding. Also, Golem-Wasting. Das heißt Richtig. Also, ich muss... Fug, Alter. Fug. Ich habe ja wenigstens beide Helden, aber trotzdem wird das richtig Mit 220 hart. Bogis wird das richtig hart. Und ich habe nur den Rage... Aber ich finde den Rage geil. Vor allem hier hätten nicht mal Lufttruppen viel gebracht, weil die Lufter werden richtig gut platziert sind und richtig gut outgemaxt sind. Schau dir mal an. Jetzt mal überlegen, wo ich rein... Also ich gehe direkt rein. Mhm. Ich gehe hier rein. Was hast du denn in deiner Clanburg? Ich glaube, das habe ich gerade nicht mitbekommen. Ich weiß es nicht, ich weiß es ja. nicht. Ich lasse mich da mal überraschen. Aber können wir ja mal gucken. Ist ja nicht so, dass wir da was... So, ich mache... Sind oben Minenwerfer oder ist da gar nichts? Oh, ich er hat schon. Hox in der Klamburg. So, gucken wir. Ich mache hier jetzt einfach mal Troop Wasting und einfach hier ein spammen. Bisschen. Ja, ein bisschen halt, wa? Versuche noch von der Seite irgendwie ein paar Gebäude mitzunehmen. Ja, klar, aber ich will erstmal ein bisschen. Ja, logisch, das muss auf jeden Fall kommen. Weil ja. ich. Die Minen. Ja, klar, logisch, die ganzen Bomben, logisch. Mhm. Aber so schlecht läuft's noch gar nicht. Stimmt. Geht eigentlich. Jetzt das könnten Einzige sind eigentlich die Minenwerfer. Das ist eigentlich das Einzige, was, glaube ich, deinem Bogis so was antun kann. Ich glaube, hier die rage ich nochmal. Oh shit, das wird aber schon richtig, richtig knapp, wenn's was wird. Mhm. Gucken wir mal. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass ich jetzt noch gar nichts mehr habe. Jetzt schicke ich die von... Ich mache einfach mal hier. Ich schicke die wieder von hier. Rein, einfach dass ragen, ich mich ja. auf eine, genau, dass wenn die denn schon relativ dicht, das wird aber echt sehr knapp. Das ich wird glaube, ich sehr, kriege sehr eine knapp. Fette Bestrafung. Ist es deine erste Bestrafung? Ja. Okay. Und ich dann hatte gleich schon, so ein Scheißding, ey. Ich Aber hatte, glaube ich, egal. schon 2 oder 3. Aber ich, die Sache ist die, zumal, es ging mir wirklich, es geht mir um die Pokis, dann habe ich es halt versemmelt, okay, ja. Aber ich habe die Hauptchallenge wegen jetzt hier mit Fred zusammen, habe ich nicht verbraten, von daher, Stimmt. also ich habe verloren, ich muss Golems ausbilden. Du und hast muss ja die... so eine krasse Challenge, genau, ja, klar. ganz Die viel geht natürlich Trophies vor. Pushen. Die geht natürlich Okay. vor. Nee, und von daher ist das okay, damit kann ich leben, ich habe wieder ein bisschen was gemacht und dann passt das jetzt überlege. Gut, willst du es so machen, dass wir jetzt einfach warten, noch ein paar Replays schicken, anschauen, oder willst du so machen, dass wir einfach einen Cut machen und dann kommt die Bestrafung, was glaube ich einfacher ist? Die Bestrafung mache ich einzeln einmal, Ach so, weil okay. das dauert eine halbe Ewigkeit. Bis du die Golems alle fertig hast, dauert ewig. Okay, ja, das ach du ist, Kacke. 45 Minuten. Ja, okay. ja, das dauert irgendwie, das mache ich irgendwann morgen oder übermorgen. Und das ist natürlich richtig fail. jetzt wäre natürlich die Frage, ob man die eventuell leicht abwandeln könnte, weil, nur jetzt als Frage, Clement, ich würde nämlich ansonsten, ich glaube, die Sorbet-Türme habe ich eh noch nicht wirklich weiter. Ich würde... das nämlich richtig cool finden, wenn ich Krass, einfach mal ja. die Sorbet-Türme mit genau. allen Golems angreifen würde. Ja, ich meine, die gehen genauso drauf dabei, das ist klar. Stimmt. Aber das wäre natürlich eine richtig coole Sache, das würden auch garantiert viele sehen wollen.
Das stimmt. Ja, mach das auf jeden Fall, weil das Okay, ist echt krass. dann hau ich die nämlich darauf und dann ist das eine coole Nummer. Nee, das ist doch vollkommen in Ordnung. Und Okay. ich guck mal, ob noch einer eine fette Verteidigung oder sowas hat hier am Start. Gucken wir mal. Ich habe, glaube ich, Bones. erst. Hier, eine blöde Bogey Queen, das ist immer cool. Eine blöde Bogey Queen ist immer cool. Ja, die immer auf die Mauern gehen, das ist immer das Beste. Wetten, sie geht wieder auf eine Mauer oder so. Oder sie geht außen rum. Eines von den beiden Sachen. Auf jeden Fall ist es keine Verteidigung, sondern ein Angriff. Gucken wir mal. Ich Ja, glaube auf der Loot ist zwei. jetzt so ein bisschen geheim, weil meine Facecam davor ist. Jetzt nicht mehr. Oh ja, nice. Oh, ja. Doch, das Nice, geht schon. 700k. Das ist schon ziemlich geil. Einfach mit Und Drachen guck mal, auch rein nur eine ragen. Luftabwehr, die momentan drauf geht. Ah, nee, jetzt beide. Und Ja. jetzt die untere auch noch. Gucken wir mal. Ich bin mal gespannt auf die Boogie Queen. Da bin ich mal richtig gespannt, was da noch kommt. Aber das ist doch schon, naja, ein bisschen was Oh shit, wurde. noch ein paar Luftbomben kriegen die Drachen da ab. Aber bis jetzt Jetzt eigentlich. passiert hier auch noch, Jetzt doch, doch, schon das der läuft zweite ja. Stern. Ja, genau, also das läuft doch, das passt. Und vor allem Da kann man nicht der Loot meckern. ist auch nicht so schlecht. Nee, 1700 nee, Dunkel ist das eigentlich recht krass. Würde ich mich drüber freuen. Ich meine, ich habe jetzt sogar noch. nee. Du ja, das stimmt. Ich Ja, das brauche meinen stimmt schon. Barber King Oh, hier, endlich guck auf mal, jetzt 2. geht's sogar noch hier richtig schön mit dem normalen Elixier. Also Stimmt. kann man sich doch gar nicht ärgern. So, und was macht die Bogey Queen jetzt falsch? Ja, sie geht auf die Mauer, oder? Alles, Ja. oh, nee, ist auf die Kanone gegangen. Das passt eigentlich. Also Was finde ich jetzt war auch nicht, ist hier kein Epic Fail oder sowas. Ich habe Alles mir auch cool. gerade gedacht, was war denn Nee, los? also war cool. Läuft. War echt Guck mal, cool. er hat alles Dunkle geholt. Ja. Und klar, Gold wäre mehr Bisschen geholt, Gold, ja. wahr gewesen, Das aber gut, Doppelte. okay. Ich ärgere mich gerade über meine Bestrafung. Aber nee, das passt. Das ist alles cool. Zumal ich ja nur wirklich gerade den Golem-Angriff hatte. Der mit den sieben Dingern da, das war schon ziemlich geil. Stimmt. Ich brauche Verstärkung. Ja, genau, hier, der braucht Verstärkung. So. Und dann würde ich gucken, was hier noch geht. Vielleicht. Mann. Ach so, das war eine Verteidigung. Ne, gucken wir mal rein. Das ist ja nicht so schlimm. Aber. Gut, irgendwann ist immer das erste Mal, ganz klar. Also er wurde Ja, zu 100%. natürlich. Oh, ah, okay, hier, Max Balloons. Zum Beispiel, wenn du dir überlegst, was wäre dir lieber? Wär's dir lieber, wenn du zum Beispiel wie Gumpi einen kompletten Song professionell recorden müsstest und ihn singen müsstest von Justin Bieber? Oder wärst du lieber so Golem Attack? Nee, na, also ich bin schon auf jeden Fall dabei. Also es. Ich bin der Meinung, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet, aber grundsätzlich sollte schon was im Bereich COC sein, finde ich. Ja, das stimmt. Ist so Aber ich mein. stelle mir gerade, ich find die Vorstellung lustig, wie du singst. Ach so, ja, genau. Herzlichen Dank, Alter. Und dann noch Justin Bieber. Alter, aber der wurde ganz schön. Also, ich weiß ja, er wurde zu 100% gefickt, aber das ist Ja. schon echt übel. Vor allem krass viele Ressourcen hat er gerade. Ich glaube, der hat gerade auf irgendwas gespart. Gucken wir mal. Oh ja, das tut denn richtig schön weh. Das tut denn richtig schön weh. Aber das, ganz ehrlich, das würde bei mir nicht anders aussehen. Also ich würde da genauso untergehen, ganz Ist bei mir klar. Aber genauso. ich mach halt in Anführungsstrichen, Fehler kannst du es ja nicht nennen, wenn du sparst. Da kannst du ja nicht sagen, hey, du machst einen Fehler. Aber Ja, das guck mal, stimmt. ihr seht es jetzt Krass. gleich bei mir. Ich hab jetzt momentan nicht so viel, weil ich jetzt eh trophymäßig hochgehe. Und wie gesagt, sobald ich 500.000 habe, kommt eine neue Mauer. Dann ist das Geld weg, dann kann es mir keiner klauen, mich deswegen einer angreifen, richtig Ja. guter, der mich zu 100% platt macht und fertig. Ich mach's Also eine immer ganz einfache genauso. Sache. Ich habe zum Beispiel letztens einfach, hatte ich auch 2 Millionen in der Burg, also im Lager und habe einfach 4 Mauern gemacht, weil ich nichts anderes Genau. upgraden konnte. Ja. Ist viel besser, also Ja, wirklich. na, bevor es dann geklaut wird und dann sagst du auch wieder, Scheiße. Ist Ja, das doch stimmt. doof. Das ist dann voll für den Arsch. So, jetzt gucke ich nochmal, ob noch irgendeine drin ist und ansonsten soll es auch gewesen sein, aber kann ja sein, dass noch einer fett Hardcore Hero. Da Gucken wir war mal. was. Fett. Oh, geil! Inferno aus, X-Boom Oh. aus. Also der ist schon eine Weile inaktiv, würde ich Aber sagen. bei so einer Base frage ich mich immer, der hat echt null gefarmt. Ich glaube, das ist auch gejammt, weil der hat richtig komische Mauern. Also, Ferratos-Szenen, naja. Können wir ja im Nachhinein einfach nochmal nachschauen. Stimmt, Ist ja schauen gar wir kein einfach Thema. nach. Das ist ja gar kein Ding. Wenn So. wir drauf Zugriff haben. Nee, haben wir nicht. Du Haben wir kannst doch nicht. einfach den Clan eingeben und den Typen Ach so, raussuchen. ja, okay, oh, ja, das stimmt. Das kann man machen. Er ist in keinem Clan, Mäuschen. Oh.
Ja, ja gut, habe ich Nee, gesagt, von ja. daher wird es dann ein bisschen schwierig. Das stimmt. Und, aber alleine das ist immer schon so ein Zeichen dafür, so ein endgültiges, weil du kannst ja zum Beispiel so eine Sache haben, oh, Inferno, er hatte gerade kein dunkles Elixier mehr dafür da, und Ja. so weiter und so fort. Und X-Bogen kann man auch sagen, oh, ich will gerade Elixier ein bisschen farmen. Und deswegen kann das alles sein. Aber wenn ich dann eben sehe, okay, die Clanburg, er hat nicht mal einen Clan, dann ist es ziemlich eindeutig. Ich glaube einfach, bei solchen Leuten ist das einfach ihr erster Account und dann merken sie, dass sie viel zu früh mit der Town Hall hochgegangen ist und machen einfach einen neuen oder so. Das kann Weil. auch sein. Das kann auch sein. Dazu ist aber noch zu sagen, da habe ich auch noch einen coolen Account, den zeige ich euch jetzt gleich auch mal. Okay. Ich Und frage mich zwar. immer. Achso, ja, bei Erzähl, mir ist die nee, du darfst dich gerne Screenübertragung, die fragen. hängt da noch. Erzähl. Ich frage mich immer, was denn mit den Basen passiert, die AFK sind, also die keiner mehr spielt. Werden die dann aus dem Zeige Spiel ich dir. rausgenommen? Okay. Das zeige ich dir. Und zwar passiert das damit. Boah, wie alle AFK sind. Ja. Du, aber so eine Base habe ich auch. Ich habe auch einen zweiten Account, wo ich einfach die Mauern so hingestellt habe. Aber der wird echt immer wieder Der geradet. bleibt bestehen. Der Krass, bleibt okay. bestehen und wird auch ganz normal geradet, ganz genau. Das war der Account, in dem ich in 2 Wochen Kristalliga erreicht habe, bei null angefangen. Okay. Und dann eben in 2 Wochen haben wir es geschafft. Der Wuwu war ein bisschen schneller als ich. Und irgendwie 2, 3 Stunden war er dann vorher da, weil ich Oh. wollte, also ich habe am gleichen Abend wie er, habe ich dann Kristall erreicht. Und das ist auch dann echt schon so eine Sache, die Folge war dann ziemlich sentimental am Ende, weil du sagst ja echt, du hast 2 Wochen Hardcore Gas gegeben, also wirklich. Ja. Und dann sitzt du da und sagst, ja, okay, ich habe es erreicht und. Da ist man, also nicht den Tränen nah, aber du bist dann schon so, oh, jetzt ist es vorbei. Also hast schon irgendwie so ein Kloß im Hals, also ist schon krass. Das war eine Challenge, oder wie? Das war eine, Ch na, ja, genau, also da hatte ich dann mal gesagt, ey, hier, das können wir doch mal machen. Da hatte Krass. der Peter Pan hatte mich dazu mal angeschrieben und sagte, hier, können wir doch mal machen. Und der hielt sich dann aber auch ziemlich zurück und da war auch, muss ich jetzt mal sagen, der Rampless war auch damit bei. Und das war Okay. aber gerade zu der Zeit, als er dann mit COC aufgehört hat. Ah, Ja, okay. es gab auch eine Ja. Zeit vor COC. Ja, dazwischen Und. hat er ja mit mir Minecraft-Videos gemacht. Ach so, deswegen kennt ihr euch. Ja, Ah, deswegen kennen wir okay. uns. Ich bin auch nur wegen Aha. ihm mache ich jetzt so richtig YouTube mit Clash of Clans, weil ich mir gedacht habe, krass, es macht viel mehr Fun als irgendwie so Minecraft und so. Und ja, ich finde das Spiel Naja, einfach nur noch mehr. die Sache ist, denke ich, auch einfach die bei Minecraft. Da gibt es halt wirklich Tausende, die das machen, Das denke ich, oder? stimmt. Clash of Clans Und gibt es nicht so viele. Das ist. ich meine, gibt auch einige, klar, aber Im ja. deutschsprachigen Raum ist das gar nicht so schlimm. Ich kenne vielleicht, ist von der Hand abgezählt, 20 Leute, die Genau, aktiv ja, so genau, Videos 20, machen. ja, so ungefähr. Die jetzt nicht nur 5 Abos haben, ja, genau. Ja, das Nee, aber stimmt. dann passt das ja. Nee, dann haben wir wieder viel zu viel gequatscht. Wir sind schon wieder Das bei stimmt. 13 Minuten. Aber so soll es sein. Ihr sollt ja auch ein bisschen unterhalten werden. Dann würde ich sagen, bewege ich jetzt meine linke Hand nach oben und Ich dann mache ich auch. noch diese Bewegung und sage Tschüss. Ciao.